Wir haben ein kleines Schmankerl auch da noch für unsere Zuschauer. Und zwar ein Kostümfilm, der Thronfolger. Wenn Sie vielleicht zwei Sätze sagen können, über die Szene, was Sie da genau spielen. Ja, also der Thronfolger ist ein Film des ZDF gewesen nach dem berühmten Roman von Jochen Klepper, Der Vater. Sind wir wieder beim Vater. Mich hat der Stoff ungeheuer fasziniert und es war eine sehr, sehr schöne Arbeit und vor allen Dingen die Figur des Soldatenkönigs, sprich Friedrich Wilhelm I., zu spielen, nachzuempfinden, war natürlich eine ganz besondere Sache und für jeden Schauspieler sicherlich ein Leckerbissen. Schauen wir es uns an. Sitzt nicht so steif da, Fritz. Lässig und elegant, wie es sich für den künftigen regierenden Monarchen gehört. Das hat deine Erziehung aus ihm gemacht. Fritz wird ein guter Ökonom, ein guter Soldat, ein guter Christ werden. Mehr verlange ich nicht. Ein König, der keine Manieren hat. Aber einen Ekel vor Faulheit. Der keinen gesellschaftlichen Umgang pflegt, außer mit Soldaten und Hofschanzen. Für deine englische Sippschaft taugt er allemal. Heul nicht, Wilhelmine! Contenance! Wie es sich für eine zukünftige Prinzessin von Wales gehört. Wen meinen Sie mit Sippschaft, cher Papa? Das weißt du ganz genau. Die hochnäsige, impertinente Verwandtschaft deiner Mutter. Du musst das sagen mit deinen knapp 2 Millionen Untertanen in einer Streusandbüchse wie Brandenburg. Mit Urwäldern und Sümpfen in einem barbarischen Land wie Preußen. England ist ein Weltreich. Diese Weltreiche kommen zu mir und umwerben mich um die Wette wie ein heiratsfähiges Mädchen. Ein Fürst wird stets umworben, wenn er ein stehendes Heer hat von 100.000 Mann und 25.000 Taler, um es ins Feld zu schicken. Gibt es nichts Wichtigeres als Soldaten, Pferde, Kanonen, Paraden? Fritz, hör auf das, was ich dir sage. Unsere Nachbarn wünschen nichts mehr, als uns über den Haufen zu werfen. Denke nicht an eitle Dinge, sondern halte dich an das Reelle. Ein König muss stark sein. Um stark zu sein, muss er ein gutes Heer haben. Um ein gutes Heer haben zu können, muss er es bezahlen können. Um es bezahlen zu können, muss er Geld herbeischaffen. Wer Geld hat, wird von der ganzen Welt respektiert. Warum läufst du davon? Weil er Angst vor dir hat. Ihr sollt mich aber nicht fürchten. Ihr sollt mich lieben. Kostümrollen sind schon was Schönes für einen Schauspieler. Ja, in einem Kostüm kann man natürlich mehr auspacken. Man kann in Öl malen, wie ein Maler sagen würde. Sie haben ja viele Kostümrollen gespielt, also auch die großen, schönen Shakespeare-Rollen. Ja, ja. Tobias Rülp und Falstaff. Natürlich auch den Falstaff. Herr Strack, was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt beim Wegfliegen am Gate nach London auf dem Flughafen William Shakespeare antreffen würden? Würden Sie hingehen zu ihm oder über was würden Sie mit ihm reden? Ja, ich würde ihm sagen, großer Meister, schreiben Sie mir eine schöne Rolle. Eine Clownrolle? Eine Clownsrolle. Das wäre überhaupt die Krönung. Denn hinter der Maske des Clowns versteckt, kann man eigentlich alles machen.